Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, im heutigen Video geht es um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Aber ich habe sehr, sehr nice Pieces rausgesucht. Deswegen checkt das Video auf jeden Fall ganz ab. Lasst mir ein kleines Feedback da. Über ein Follow, wie gesagt, würde ich mich auch sehr freuen. Deswegen fangen wir einfach mal an mit den Pieces. So Leute, hier haben wir Piece Nummer 1. Und Piece Nummer 1 ist jetzt gerade für den Herbst, Winter auf jeden Fall ein Must-Have. Und das sind Stricksachen. In dem Fall ist es ein sehr, sehr cooler Strickpullover, den ich bei Zara gesehen habe. Ihr findet das aber bei vielen Marken, denn viele Marken haben dieses Strickthema mit reingenommen. Dieses ganze, ich sag mal, 90er, 2000er Vibes Strickpullover. Ein bisschen oversized getragen oder einfach nur cool, lässig gestylt, ist auf jeden Fall ein Must-Have und den gibt es gerade, wie gesagt, bei Zara. Finde ich, sieht sehr nice aus, gerade diese Farben aus Khaki, wo haben wir denn nochmal die Übersicht hier? Gerade diese Farben aus Creme und Khaki bzw. Grün ist sowieso meiner Meinung nach eine der, ich sag mal, coolsten Farben, finde ich persönlich, für diesen Herbst. Dementsprechend checkt das ab, wie gesagt, den gibt es bei Zara für knapp 40 Euro als Piece Nummer 1. So, und bei der Seite Zara habe ich auch Piece Nummer 2 gesehen, und zwar eine sehr, sehr coole Heritage Collection. Was ist jetzt was sind Heritage Pieces? Und das sind eigentlich so ein bisschen klassische Pieces, kombiniert mit modernen Klamotten. Und die haben das sehr, sehr cool rumgebracht, wobei ich sagen muss, die haben das Ganze eigentlich von Aimé Leon d'Or auf jeden Fall kopiert, denn die sind, finde ich persönlich, die Kings in der Sache und die machen das auch schon ein bisschen länger. Ich habe hier im Hintergrund mal so einen kleinen Trailer am Laufen, wo die das Ganze auch zeigen, wie die Kollektion bei denen aussieht. Das ist so ein bisschen gepaart mit Streetwear, mit klassischen Elementen, ob es Rollkragenpullover oder ich sag mal Hemden oder Coats oder sowas ist. Einfach so ein bisschen gemixt und die machen das sehr, sehr gut und da gibt es gerade, wie gesagt, auch eine sehr coole Kollektion bei Zara, finde ich persönlich. Wirkt so ein bisschen kopiert, aber ich finde sie sehr nice und dementsprechend dachte ich, komm, ich nehme das mit rein, weil da gibt es echt coole Pieces und finde ich persönlich echt bezahlbar. Auch hier dieses ganze Thema, wie ihr seht, dieser Coat zusammen mit dieser Lessing-Hose und dazu mit so einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, New Balance-Schuhen sind in dem Fall natürlich keine richtigen New Balance, sind von Zara mal wieder nachgemachte Pieces, aber sehr nice, dementsprechend, die gibt es gerade auch bei Zara, finde ich persönlich, hat auf jeden Fall es verdient, euch zu zeigen. Finde ich sowieso nicht, ist eine Stilrichtung, die sehr, sehr cool ist. Deswegen Heritage Collection, guckt euch die an bei Zara, sehr nice, als Piece Nummer 2. So, und dann bleiben wir natürlich bei der Marke Aimé Leon d'Or. Ich habe mir wirklich gerade, und ihr glaubt es nicht, vielleicht der andere muss jetzt auch schmunzeln, aber ich wusste nicht, wie man das Ganze ausspricht. Ich habe mir extra ein Video angeguckt, wie man das sagt, weil ich habe immer vorher gesagt, Aimé Leon d'Or war auf jeden Fall falsch, denn es wird Aimé Leon d'Or angeblich ausgesprochen. Wie gesagt, ich habe mir da nochmal extra ein Video zu angeschaut. Und die haben diese 550er New Balance Collabo wieder drin. Finde ich persönlich ein bisschen schade, weil damals musste man so einen Ruffle-Trend rein teilnehmen. Und ich habe genau diesen Schuh hier gewonnen. Und ich bin mega happy, dass ich den habe. Und ich trage ihn jetzt zum Beispiel auch gerade. Ich mal kurz ausziehen. Hier. Also ich habe den Schuh auf jeden Fall auch schon extrem lange, ich würde schon fast sagen, schon ein Jahr. Und die gibt es jetzt gerade wieder bei Aimé Leon d'Or auf der Seite. Sowieso, die Marke, finde ich persönlich, trifft gerade extrem gut, wie ich schon gerade gesagt habe, den Zahn der Zeit. Die haben sehr, sehr coole Pieces. Natürlich auch nicht allzu günstig, aber ich weiß, dass viele auf der Suche bzw. nach diesem Schuh schon auf jeden Fall gesucht haben, teilweise auch Resell gekauft haben, aber aus irgendwelchen Gründen haben die restockt. Die gibt es gerade auf der Seite, dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab. Ach nee, guck mal, ich rudere zurück, die haben eine neue Auflage, ihr seht das hier gerade. This is not a pre-order, das ist quasi auch wieder ein Ruffle, also könnt ihr daran teilnehmen. Da gibt es den Schuh, den ich habe, wieder zu gewinnen. Die kommen jetzt auf jeden Fall rein und es gibt drei verschiedene Farben. Einmal in diesem Grau, einmal in Blau und einmal in Grün. Ich kaufe ihn mir jetzt nicht nochmal. Ich trage ihn relativ selten, aber ich feiere den Schuh extrem. Ich müsste ihn ein bisschen öfters tragen und sehr, sehr nice. Den gibt es gerade bzw. bald wieder da zur Verfügung. Deswegen tragt euch da ein, falls ihr Bock habt auf den Schuh. Vielleicht gewinnt ihr das Ganze ja. So, dann wieder etwas, was ihr direkt kaufen könnt. Und zwar ist mir dieses Flannel direkt auch zum Thema Herbst. Und ich mache jetzt auch noch ich hoffe, diese Woche noch ein Video über das Thema Herbstjacken, Übergangsjacken etc. Und ich habe dieses Flannel hier gesehen und diese Farben, muss ich besagen, persönlich genau das, was ich mir vorstelle unter Herbstfarben. Also dieses bräunliche Grau,
Beige etc. Natürlich finde ich Khaki, die ganze Richtung, auch sehr, sehr nice. Aber ich muss sagen, sehr, sehr, sehr cool. Und gerade wenn man das Ganze, ich sag mal, mit einer hellen Hose, cremefarbenen Hose kombiniert, und da kommen wir gleich auch noch zu, ich habe da auch noch was rausgesucht, finde ich, ist es ein sehr gelungener Look, sehr gelungenes Piece. Und das gibt es gerade für 30 Euro bei H&M. Also ich kann euch sagen, schlagt dazu, es gibt noch alle Größen gerade. Wirklich eine dicke, dicke Empfehlung. Eins meiner Favorite Pieces dieser Woche auf jeden Fall. Dementsprechend sehr nice, gibt es bei H&M. So, kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece, muss ich euch sagen, habe ich vor ein paar Jahren, ich würde sagen 2 oder 3 Jahren, bei Uniqlo für mich selber entdeckt. Viele Freunde von mir hatten das damals nachgekauft. Und zwar ist das die Ultra Light Down Jacket. Da gab es eine Puffer-Jacket und jetzt gibt es dazu eine Weste. Und diese Weste gibt es, wie ihr seht, noch in ein paar Größen in verschiedenen Farben verfügbar. Ich habe sie selber einmal in diesem Blau bestellt. Ich weiß nicht genau, wie sie fittet. Ich habe sie jetzt leider erst gesehen. Aber ich kann euch sagen, diese Weste ist wirklich sehr, sehr, sehr nice. Und es ist wirklich auch ein ideales Übergangspiece. Ob man das Ganze jetzt mit einem Hoodie kombiniert oder mit einem Hemd etc. Ihr habt wirklich die Qual der Wahl. Ich hoffe, sie wirkt nicht allzu blau, wie sie hier ist, sondern nur so ein ganz leichtes Blau. Dann freue ich mich extrem darüber. Ich hätte mich am meisten über Schwarz oder Beige gefreut. Leider in beide in meiner Größe nicht mehr verfügbar. Deswegen, falls ihr Bock drauf habt, zum Beispiel hier die Schwarze gibt es noch ein L oder sowas, checkt es auf jeden Fall ab. Die gibt es gerade bei Uniqlo. Wirklich kein Spaß. Die Downjacke, sehr, sehr, sehr nice. So, wem das Ganze einfach nicht gefällt, beziehungsweise wer so eine beige Variante noch sucht, habe ich auch nochmal eine Alternative rausgesucht. Die gibt es gerade bei Weekday. Das ist jetzt ja einfach so eine Creme/Weißfarbene. Ich weiß es nicht ganz genau, es steht auch nicht wirklich gut beschrieben hier. Ich gehe aber davon aus, dass es eher so eine Art Cremefarben ist. Und hier zum Beispiel seht ihr es ganz cool. Er hat es relativ lässig mit einem normalen Pullover kombiniert mit braunfarbenen, auch helle Hose dazu. Ich finde das Ganze ein bisschen zu hell, aber ich sag mal generell, das Outfit wirkt auf jeden Fall schon stimmig. Ich würde mich da drin jetzt nicht selber sehen, aber ich finde dieser Akzent mit dem dunklen Pullover und dazu diese hellen Sachen und dann wieder den Kontrast in den Schuhen sehr cool gestylt. Wie gesagt, mir wäre es persönlich ein bisschen zu hell. Ich finde es gut, wenn man immer ein bisschen die Waage hält und nicht direkt rüberkommt wie so ein Arzt, aber jeder hat da seinen eigenen Geschmack, denn die, und kann sich da selber ausleben. Diese Weste gibt es gerade bei Weekday auch in etwa der gleiche Preis, 50 Euro. Deswegen checkt das gerne ab. So, dann kommen wir zu einer Hose. Und die habe ich auch bei Weekday gesehen. Und gerade diese braunen, rostfarbenen Hosen finde ich persönlich, wie gesagt, diese ganzen Farbkombos finde ich sehr nice für den Herbst, Winter. Und die hat mir einfach zugesagt, wie die aussieht. Ich weiß nicht genau, ob ich mir selber kaufen würde, aber ich fand sie sehr cool. Deswegen, ich muss nicht mehr alles selber kaufen wollen. Ich kann die Sachen auch teilweise einfach nur nice finden. Und ich weiß, dass viele so ihren eigenen Stil haben. Dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab. Die gibt es gerade auch bei Weekday. Kostenpunkt ist in dem Fall 60 Euro. Und sieht so rostfarben aus. Habt ihr unten nochmal unten an den Schuhen so aufgetrennt. Wirkt auf jeden Fall lässig. Bisschen mehr in die Streetwear-Richtung. Sieht auch ein bisschen lockerer geschnitten aus. Aber sehr nice. Wer sowas sucht, die gibt es gerade bei Weekday. Und dann kommen wir zu einer meiner Favorite Pieces für Herbst/Winter. Und das ist natürlich ein schöner Mantel. Das ganze um das Thema Mantel wird auf jeden Fall diesen Herbst, Winter auf jeden Fall auch wieder voll im Trend sein, meiner Meinung nach. Gerade auch, weil dieses Heritage-Thema sowieso mir persönlich sehr gut gefällt. Und ich sage jetzt nur so meine persönlichen Geschmäcker. Ich finde den Mantel sehr nice, weil er ist so ganz leicht bräunlich angehaucht, nicht beige. Hat einen sehr coolen Schnitt, einen relativ breiten Revers, sehr nice. Umgeschlagen wird er auch, wirkt sehr lässig. Kann man sowohl sehr schön auf jeden Fall schick kombinieren, als auch ein bisschen lässiger. In dem Fall hier, wie das Ganze kombiniert ist, gefällt mir auf jeden Fall auch sehr nice. Gerade dieses Thema Jogginghose kombiniert mit ein bisschen schickeren Sachen. Ist natürlich ein bisschen Stilbruch drin, aber ich finde es sehr, sehr nice. Es muss nicht nur immer in diese klassische oder nur in diese Streetwear-Richtung gehen. Ich finde, dass das Ganze schon sehr cool gemacht. Und ich kann jedem nur empfehlen, wer sowas für sich mal ausprobieren möchte und die ein oder andere Jogginghose noch zu Hause, ich sag mal, rumliegen hat, probiert das. Die darf auf keinen Fall zu locker sein, sie darf aber auch nicht zu eng sein. Das muss irgendwie stimmig sein, das muss schon irgendwie passend sein. Fit ist auf jeden Fall in dem Fall King. Dementsprechend, der Mantel hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Kostet allerdings auch 200 Euro, aber er sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus. Den gibt es beim Mango Man. So, und dann zu einem relativ ungewöhnlichen Piece, wo ich immer die Jahre vorher gedacht habe, hey, das ist doch mehr so eine Hose für den Sommer. Aber nein, gerade dieses Thema Cremefarben, Beige etc. finde ich sehr, sehr nice.
für diesen Winter, Herbst auf jeden Fall auch kombiniert, dann mit braunen Boots oder sowas, wie ihr das vorhin gesehen habt, dann, ich sag mal, braunen Oberteil und einer dunklen Jacke, finde ich das sehr cool. Ich habe euch gerade schon meine Meinung dazu gesagt, zu diesen ganz hellen Outfits, wirkt für mich persönlich im Sommer immer sehr stimmig, aber im Herbst würde ich das Ganze immer mit dunklen, bisschen Kontrastfarben ein bisschen kombinieren, aber die Hose, die ist wirklich, und ich habe sie selber, ist wirklich sehr, sehr nice. Sie sitzt perfekt, sitzt auf keinen Fall wie eine enge Skinny Jeans, auch keinen Fall extrem locker. Die hat wirklich einen sehr, sehr nice Schnitt. Und wer das Ganze möchte, also wirklich eine dicke Empfehlung, diese Jeans, Ben Jeans, die es bei Mango gibt, wirklich sehr, sehr nice. So, dann kommen wir zum letzten Piece. Und das letzte Piece ist auf jeden Fall eine Jogginghose, und zwar eine schmaler geschnittene Jogginghose, eine nicht zu weit geschnittene Jogginghose. Ich würde mir persönlich die Hose auf jeden Fall mal anschauen. Ihr seht das, ich habe die auch schon im Warenkorb hier drin. Ja, geil, wie es lädt. Ja, sie ist auf jeden Fall in meinem Warenkorb hinterlegt. Ich kann euch das nur empfehlen. Gerade dieses Light Gray finde ich eine sehr coole Farbe. Kann man extrem gut zu verschiedenen Sachen kombinieren. Ob es jetzt Khaki, ob es jetzt dunkelblau, ob es schwarz ist. Das ist extrem variabel. Dazu ein paar coole Sneaker, Tennissocken drauf oder ich sag mal ein Hemd dazu mit einer Weste an. Wirkt sehr, sehr stimmig, wirkt sehr gut, und gerade so eine Hose kann man auf jeden Fall vielleicht der eine oder andere noch in seinem Kleiderschrank aufstocken, die nicht ganz zu gammelig ist. Ich weiß, jeder hat solche Gammelhosen zu Hause, aber falls ihr euch sowas nochmal neu kaufen wollt, die ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Die gibt es auch bei Weekday, und ja, das war auf jeden Fall mein letztes Piece. So Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich habe 10 Sachen wieder rausgesucht, beziehungsweise bei dem zweiten Piece von Zara habt ihr eine ganze Kollektion drin, wo ich sage, hey, die Sachen sind echt nice, guckt da einfach mal rein. Da findet vielleicht der ein oder andere so ein cooles Heritage-Piece, was er auf jeden Fall noch kombinieren möchte oder sich mal in seinem Kleiderschrank auf jeden Fall aufstocken möchte. Deswegen, ja. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, wie am Anfang des Videos schon gesagt, lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Follow, und dann würde ich mich darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.